Back on the road again. Dieses kleine Viech ignorieren wir. Denn wir die letzten Klerikadronen runterschießen. Habe ich schon Pfeilmuni? Nein, habe ich nicht. Wow. Nee. 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 Das wird nichts. Ich hätte Pfeilmunition kaufen können, wenn ich mitgedacht hätte. Oh je. Wow. Ich schätze, wir machen es den harten Weg. Reinrennen und schauen, ob ich drücke. Oh, da gibt es wieder ja unendlich viel zu kämpfen. Hier schaut es nach einem Banditenlager aus. Da werden wir mal reinduxen. Irgendwas haben wir angelockt. Schaffen wir das Ding? Ah ja, Rückendeckung bitte. Komm, immer schön auf die Frau gehen. Darf mich auch nicht immer in den Weg werfen. Da will ich sie. Da will ich sie. Ah, ich habe jetzt keine Munition. Geht doch. Oh, haha. Das werden wir, entweder die Kämpfe schon härter oder ich schon müder. Kann beides sein. Aber wenn das Spiel um 19 Uhr erst rauskommt. Käsebrot. Das kommt mir auch bekannt vor, dieser Teil hier. Die Ratten. Irgendwas Größeres. Ah, das kleine Lachen gefällt mir, was er hat. Das kleine Lachen klingt gut. Ich höre noch mehr Ratten. Wir werden dann sehen, ob Crazy Red noch lebt. Kaya lebt, Frank lebt. Mein Erzrivale auch noch am Leben ist. Da ist die letzte. Zerstörung schwach gestiegen. Ich schätze, das ist so ein ähnliches Paragon-System. Wer lacht? Ah, das haben sie gut eingefügt. Das für eine Truhe. Leicht verschlossen. Schaut nach einer Falle aus. Ich habe einfach nur nach links und rechts gefahren. Geschädigter Schild. Meinen fetten Elix-Trank habe ich irgendwo gefunden. Den kann ich mir mal reinwürgen. Okay. Wo war er? Hier. Den kleinen will ich eigentlich auch behalten. Bis ich mir die entscheidenden Elix-Tränke holen kann. Erfahrung klingt zwar nicht schlecht, aber Skillpunkte ist das Wahre. Wow, was? Ich klitsch da mal fett rum. Okay, wo wollte ich hin? Die Truhe haben wir gehackt. Hier ging es, glaube ich, weiter. Wenn kein Hund auf dieser Brücke wieder ist, der mich one-shottet. Rechts rüber müssen wir. Ah ja, okay. Ah, ich erinnere mich. Da oben war ein Klerikerlager. Wir gehen hier rüber. Schauen, was sich hier verbirgt. Schaffe ich es hier rauf? Nein, schaffe ich nicht. Was sich die Menschen damals wohl dabei gedacht haben? Was hier zu richten. Ach, ich habe eine Ratte gesehen. Ich verschone sie. Ausnahmsweise. Einen extra Weg gehen wir nicht.
Er stolpert die Stiegen hoch, der alte Jax. Da ist wieder eine fette Waffe. Da ist eine fette Spinne unten. Na gut, dass ich da vorbeigekommen bin. Knoblauchbrot, sehr schön. Da ist eine Waffenkiste. Okay, das ergibt schon mehr Sinn. Da ist ein Gitarrenkoffer. Fette Spinne. Vielleicht probiere ich es gegen dich zu kämpfen. Vielleicht. Feuerspucker. Na, die werfen dir diesmal echt Waffen entgegen. Ist ja gut, ist ja gut. Dann bin ich, wenn dann mit Geld gut dran. Okay. Wetterspinnen-Bosskampf. Wir können es probieren. Ich hab gelogen. Oh, weil er so süß lacht. Oh, nur für das süße Lachen. Ich werde, so wie es ausschaut, der Emo-Fraktion beitreten. So wie ich abgehe mit den kleinen Ratten. Ratten. Komme ich dann nicht rein? Doch, komme ich. Ist doch nichts drinnen hier. Okay, wo war die Spinne? Hier ist die Spinne. Habe ich schon Munition? Nein, habe ich nicht. Das wird dann. Spinnen stehen anscheinend auch auf Kaya. Hopp. Wir können die Spinne zu den Klerikern rüberbringen. Oh, sie muss mich nur einmal treffen. Dann war's das mit meinem Leben. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Nein! Nein! Den Kampf geben wir uns nicht. One-Shot ist kein gutes Zeichen. Und hier ist so ein fettes Ding. Haben wir beide gekillt? Ignoriere mich, fettes Teil da drüben. Oh, ich brauch Pfeile! Ist das nicht das Fort da oben? Ist es. Was hatten wir hier noch schnell? Außer einem fliegenden Gegner hier drüben. Raptoren. Naja, ich bin hier bereit für jeden Kampf gerade. Echt. Wühler. Das ist ein Schlammdragon. Nein, was? Nein, es muss nicht sein. Dabei ist es gerade abgelenkt. Komm schon. Vorsicht. Ich habe nichts zum Abschießen für diese Teile, Kaya. Ja. Mist. Wirklich. Ja. Das Ding zerlegt mich. Mein Kopf. Warte doch. Ich muss mich konzentrieren. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir.
Ich brauche Pfeilmunition. Irgendwas. Oder ein Level-Up, damit ich meine Schrotflinte benutzen kann. Also wenn wir hier mal herumlungern und schauen, was es so gibt. War das ein Bandit? Ich bin nicht gut genug. Das wissen wir doch alle. Diese Einstellung, da kann das nichts werden. Jo, Freund oder Feind? Verfluchte Made! Das war Kaias Feuer. Uff. Da war was Explosives dabei. Typen wie dir gerbe ich das Fell. Dich hole ich mir. Das glaube ich. Nein, Rückzug. Aber wo sind meine Granaten? Da kann ich mir den Triple rausholen. Na, ja, sehr schön. Der ist zu gut gegangen. Oh, was war das? Bin ich gerade von hinten von der Drohne angeschossen worden? Minen. Minen. Das waren Minen. Oh, es gibt Minen wieder. Okay, Kaya kümmert sich um den, ich mich um diesen hier dann. Hat eine Zahnbürste. Eine riesige Zahnbürste hat er. Okay, Zahnbürstemann ist tot. Wo hast du denn getötet hier? Ein Wunder, dass die Minen mich nicht getötet haben. Oh, ich hoffe, die haben Pfeile irgendwo für mich herumliegen. Sollten sie nochmal. Sie haben Bogen gehabt. Da geben Pfeile doch Sinn. Und Bier haben sie herumliegen. Da drüben sind weitere Gegner. Wow. Jetzt chill mal, Jacks. Okay. Schalten wir uns die Schrotflinte frei. Mit Banditen leben. Jo, Mann. Gute Arbeit, Kaya. Gute Arbeit. Oh, du! Jetzt hast du die Ratte. Uff! Er macht Fettflamme. Sehr gut, sehr gut. Wenn wir jetzt einen Zahnstocher nehmen. Rattenfleisch. Da war er. Der Zahnstocher. Es ist leider kein Label abgeworden. Vielleicht nach dem Schlafen gehen. Was haben wir denn hier alles? Unglaublich. Schlafen! Komm schon. Ich brauche Shotgun-Schaden. Wer weiß, wie lange das hier alles noch steht. Puh, naja. Wer weiß, was passiert, wenn ich mich nicht um die Bastion kümmern würde. Ich habe das Level up bekommen. Nein, Radio wollen wir nicht einschalten. Ich darf mir die Schrotflinte auswählen. Nehmen wir den Tresor.
Was neues Hackgame? Nein, ein altes Hackgame. Oh, nein, ist größer als 4. Ist kleiner als 6. 6 größer als 2. Okay. Dann hier 6. Hier 2. 4, 0. Okay, nur das letzte Feld. Hier ist kleiner als. Nein, wir haben ja nicht viel Auswahl. 6, 2, 4. 1, passt, passt. Passt, gleiches Trickspiel, andere Animation. Das. Ich bin nicht ganz dumm, Rätsel. Manchmal schaffen wir es. Ich bin Presslufthammer gekauft. Gekauft. Daraus wird nichts. Da war gerade eine Mine. Die hätte ich zu spät gesehen, wäre ich darüber gerannt. Klebeband. Das muss reichen. Die Fesselspiele. Oh. Ein Wunder, dass Kaya mich hasst mit dem Humor. So, wo ist meine Shotgun? Und ich bin nicht gut genug. Ah ja, die Einstellung wieder. Ups. Schrotflinte her. Hier. Nice. Davon haben wir 2 Stück. Oh, der ist besser. Gut zu wissen. Im Saft haben wir sowieso nicht so viel. Was können wir uns sonst noch reinhauen? Da brauchen wir dann Stärke dafür für den Feuerspucker. Was haben die Bögen? Geschicklichkeit. Geschicklichkeit. Und da, was ist die nächste Waffe hier? Das ist weit entfernt. Ja. Schluss noch. Okay. Wir sind dann bereit für die Klerikadronen, da wir jetzt die Schrotflinte haben. Oh, du bist. Uff. Oh, ich dachte schon, ein Feind kommt jetzt voll auf uns zugesprintet. Ah, nur Kaya. Geldkassette. Wollte ich hier noch reinschauen? Hey, mach mal die Mission. Oder? Oh. Nein, Mission. Achtung. Naja, mach doch was. Rückzug, ich habe keine Heilung mehr. Wow. Wirklich? Oh, ich will mich doch nur heilen. Sind die nächsten Heiltränke hier. Das Geflügelfleisch und hier unten hin. Buttonsticks hier. Ja. Oh.
Ich merk's. Nicht die looten, das Teil hier. Das, was gerade nicht passt. Wo liegt das hier? Okay. Da haben wir mehr noch Loot. Da ist der Besser hingeflogen. Okay, okay, okay. Oben ist nutzlos. Das Ding brauchen wir nicht angreifen. Hier. Ja, meine ganze Schrotflintenmunition gekostet. Ja, ja, trifft doch was. Es geht los. Echt jetzt? Das. So, wie sieht es jetzt aus? Ich denke, wir haben alle maschinellen Spione erledigt. Verfluchte Blechdosen. Am liebsten würde ich... Die Kleriker haben nichts damit zu tun. Jemand hat ihre Maschinen umgepolt. Ach ja? Und da bist du dir ganz sicher? Ich habe mir die Dinge mal genauer angesehen. Wie ich schon vermutet habe, sind sie umgepolt worden. Die Kleriker selbst stecken jedenfalls nicht hinter diesen Angriffen. Na gut, ich werde deinem Urteil vertrauen und werde das jetzt nicht weiter verfolgen. Trotzdem hoffe ich, dass so etwas ein Einzelfall bleibt in Tavar. Wie auch immer, ich danke dir für deine Hilfe. Spar dir den Scheiß. Habe ich denn eine Wahl? Du kannst es ja auch lassen, du Arsch. Nein, kann ich nicht, wenn ich keinen Ärger mit dir haben will. Wenn du wieder einmal so eine Sache verfolgst, dann gib mir Bescheid. In Ordnung, das werde ich. Oh. Geht's dir gut? Ja, ja, geht schon. Noch ist es kaum ab. Ja, 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 danke. Oh. Hast mich hier noch fast umgebracht. Wo ist die Drohne? Da sollte doch noch was sein. Was ist das für ein Feind da drüben? Das war's wieder mit meiner Schrotflintenmunition. Second slash. Ah. Freundliche Leute. Unglaublich. Du bist nur ein Händler oder so irgendwas. Berserker. Ja, die Berserker sind hier eingezogen. Im Fort von Tavar. Jo, was geht ab? Du, dich kenne ich. Du kommst gerade richtig. Gestatten, Caleb, Händler deines Vertrauens. Greif zu, solange der Vorrat reicht. Warum handelst du nicht im Fort? Das habe ich den Wachen zu verdanken. Ich komme aus der Kraterstadt und das schmeckt ihnen nicht. Immerhin haben sie mir erlaubt, hier mein Zeug unter die Leute zu bringen. Und, wie laufen die Geschäfte? Leider ist es so, dass mein Kundenstamm begrenzt ist. Hauptsächlich kaufen bei mir die armen Schweine ein, die auf den Feldern schuften. Problem ist nur, dass die kaum einen Splitter in der Tasche haben. Und die Wachen decken ihren Bedarf im Fort ein. Sobald die Kasse halbwegs stimmt, ziehe ich ab. Eine goldene Zukunft sehe ich hier für mich nicht. Gehen wir später ran.
Was? Ach. Oh. Ich will die Ware sehen und nicht quatschen. Kommt ja schon. Kommt ja schon. Jetzt später. Eine Sache noch, bevor du abhaust. Denk an mich, wenn du mal wieder in der Gegend bist. Ich kann deine Splitter besser gebrauchen als die verwöhnten Typen da oben. Also, mach's gut. Oh, ah, natürlich. Irgendwer Interessantes sonst noch hier draußen? Ey, du! Ey, darf ich dich mal kurz stören? Was willst du? Ich hocke hier schon seit einer Ewigkeit. In der Nähe ist ein verdammtes Rattennest. Die Biester sind immer hungrig und bedrohen die Arbeit auf unseren Feldern. Und ich darf die Scheiße jetzt ausbaden. Bevor die Pestratten nicht erledigt sind, darf ich nicht nach Hause. Woher kommen die Ratten? Die suhlen sich da hinten in dem Matschloch. Also immer der Nase nach. Warum kümmerst du dich nicht selbst um die Ratten? Pass auf, die Ratten und ich hatten keinen guten Start. Wir haben eine gemeinsame dunkle Vergangenheit. Aber du siehst so aus, als ob dir sowas nichts ausmachen würde. Kannst du dich nicht um die Ratten kümmern? Ich werde dich auch bezahlen. Na gut. Na gut, dann kümmere ich mich um deine Pestratten. Du ahnst nicht, wie sehr du mir damit hilfst. Zeig den Viechern, wo der Hammer hängt. Erzähl mir mehr über deine Vergangenheit mit den Ratten. Na gut, wenn es unbedingt sein muss. Ich war nicht immer Berserker, weißt du? Vor vielen Jahren habe ich mich als Outlaw durchgeschlagen. Aber unsere Baracken waren nicht wirklich dicht. Jede Nacht kamen die Viecher, um sich in meinem Schlafsack aufzuwärmen. Einfach ekelhaft. Ich glaube, ich möchte nicht weiter drüber sprechen. Verstehe. Sonst noch jemand hier, der reden will? Sehr gern, nein. Wo sind die Ratten? Wo sind die Ratten? Hier. Habe ich das jetzt ausgewählt? Ah ja, schau. Wie? Danke, Controller. Wie weit sind wir in dieser Episode? Ja, ist vorbei. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.